Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es einen Braten. Am ersten, an Heiligabend wird Fondue gegessen. Frohe Weihnachten, guten Rutsch, falls wir uns nicht sehen. Ja, ich glaube, so wie für die allermeisten von uns hat Weihnachten natürlich schon einen großen Stellenwert. Als Kind waren es die Geschenke, heute ist es die Zeit, die man dann mal gemeinsam hat, die man sonst im Laufe des Jahres weniger hat. Und gerade dann vielleicht auch in meinem Beruf, wo man jetzt dann eben halt auch nicht mehr vor der Haustür arbeitet, die Gelegenheit, mal die Verwandtschaft zu sehen, zu treffen, Zeit miteinander zu verbringen, das ist einfach der, ja, für mich größte Wert dann an Weihnachten. Und ja, gut, Bräuche, einen Baum haben wir auch. Ansonsten ist es so, fällt mir gar nicht so viel ein. Also am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es einen Braten, am ersten, an Heiligabend wird Fondue gegessen. Und das sind die Bräuche. Also das ist ziemlich verlässlich bei uns so. Ehrlich gesagt, für mich Weihnachten sind ja, eigentlich Tage mit der Familie, also nichts Besonderes. Also wir machen da jetzt nichts. Die guten Weihnachtsfilme, Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York, das schaue auch ich mir an, das habe ich mir früher schon angeschaut. Ansonsten muss ich auch ehrlich sagen, es sind auch sehr anstrengende Tage, weil alles andere einfach zu ist und man muss im Grunde, ja, Zeit, also nicht muss, sondern man ist zu Hause, man ist, kann nicht ins Café oder sonst irgendwas. Also von daher, aber dadurch, dass ich meine Familie schon länger nicht gesehen habe wegen Corona und allem, ist das für mich dieses Jahr und letztes Jahr einfach schön gewesen. Ansonsten sind das für mich sehr, sehr langweilige Tage. Für mich ist es eine ruhige, besinnliche Zeit. Ole hat es gerade schon gesagt, in unserem Job ist es halt so, ruhig ist es nie wirklich. Ich freue mich unheimlich darauf und das ist auch das absolut Wichtigste für mich, mit meiner Tochter und mit meiner Frau ein paar ruhige Tage zu verbringen. Das ist für mich das Entscheidende. Das einfach ein bisschen zu genießen und wirklich in Familie auch Zeit und ruhige Zeit zu haben auch. Frohe Weihnachten, guten Rutsch, falls wir uns nicht sehen.